bin ja an der Universität als Sozialwissenschaftler beschäftigt. Mein Spezialgebiet ist politische Theorie. Ich befasse mich mit normativen Grundfragen der Politik und des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Ich habe schon lange Kontakt mit der Schader Stiftung gehabt, habe verschiedene Projekte und Tagungen mit der Stiftung zusammen durchgeführt. Diese Art von Transfer interessiert mich. Die Frage, was kann man aus sozialwissenschaftlichen Forschungen in die Öffentlichkeit hinein als Diskussionsimpulsen setzen. Wir sind, glaube ich, momentan in einer Situation, wo es nötig ist, dass mehr Menschen sich wirklich damit auseinandersetzen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen und wie wir mit ganz grundlegenden Problemen, die wir in unserer Gesellschaft haben, umgehen. Fragen der Migration, Fragen des weltweiten Kapitalismus, Fragen der Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft in Bezug auf Ökologie etwa. Und insofern müssen wir eine politische Gesellschaft werden, die lernt, mit politischen Fragen intensiv umzugehen, unter breiter Beteiligung der Bevölkerung, weil diese Fragen nur gelöst werden können, wenn wirklich Menschen auch bereit sind, Veränderungen in ihren Lebensweisen durchzuführen. Auf der anderen Seite müssen wir eben Wege finden, so miteinander zu reden, dass wir die Demokratie erhalten und auch bestimmte Formen des Umgangs weiter praktizieren können. Es gibt natürlich viele Einrichtungen, in denen in irgendeiner Weise Wissenschaft in Kontakt mit Öffentlichkeiten tritt. Aber die Schader Stiftung ist ja schon relativ konkurrenzlos dahingehend, dass ihr Stiftungszweck darin besteht, gezielt Sozialwissenschaften in einen Dialog mit der Praxis zu bringen. Und das halte ich für eine wichtige Aufgabe, weil viele der Probleme, um die es heute geht, eben nicht rein technische Probleme sind, Probleme, in denen es um einfach die richtigen Lösungen geht, die man dann nur anwenden müsste, sondern es sind gesellschaftliche Prozesse und gesellschaftliche Diskurse, in denen wir gemeinsam nach solchen Lösungen suchen müssen und die dann auch in der Tiefe der Gesellschaft verankert werden müssen. Dafür sind die Gesellschaftswissenschaften einfach unabdingbar als Impulsgeber und als Begleiter solcher Prozesse.